Hallo und guten Morgen bei Corpus Mutum. Ich bin Patrick Rudolf, euer Coach und Physiotherapeut, und heute sind wir am Pfarrkasse. Von einer Freundin habe ich da den Pilgerstock gekriegt und der passt ganz gut als Intro für unser Video jetzt an. Das Thema heute: Generation 30 plus, Bierbauch muss weg und kaputte Life-Work-Balance. Das Thema ist deswegen wichtig, weil ich es auch immer mehr in der Praxis merke, dass unsere Generation da jetzt ein bisschen drüber schießt. Wir schauen, dass wir im Beruf on top sein, wir schauen, dass wir nebenbei noch Sport machen, vielleicht noch den Triathlon machen oder sonst irgendwas in die Richtung, wo wir dann erst mit 25, 30 zum Trainieren anfangen, vorher nichts gemacht haben vielleicht. Und dazwischen noch Familienvater sein, super alles machen, dann auch noch eine quetschen, das Haus, das Carport und alles Mögliche, ein, zwei Kredite, und dass wir das irgendwie drüber kriegen, dass es trotzdem noch schön ausschaut. Und da ist gerade uns von Corpus Mutum das sehr wichtig, dass wir schauen, eben reduzieren. Einfach eine leichte Achtsamkeitsübung. In der Früh einmal einfach auf die Terrasse rausgehen oder auf den Balkon, Fenster aufmachen, rausschauen, durchschnaufen. Und nur einmal, so wie jetzt im Frühling, die Vögel beim Zwitschern zuhören und in die Richtung einfach ein bisschen spüren anfangen wieder. Am Abend, so wie gestern, habe ich auch gedacht, könnte ich noch das und das eindrucken. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, fahr einfach heim. Und daheim wartet die Familie und lacht und freut sich, dass du eben die Stunde früher heimkommst. Es läuft uns ja in die Richtung nichts davon. Ich weiß schon, dass wenn wir im Getriebe drin sein, dass es uns weiter treibt, das noch fertig machen, das noch fertig machen, das noch fertig machen. Aber genau mit dem, das noch fertig machen, da wären wir nicht fertig. Mit dem Leben in die Richtung wären wir nicht fertig. Wir können einfach nur schauen, dass wir Schritt für Schritt gehen. Also nicht, dass wir mit dem Leben nicht fertig werden, sondern mit der Arbeit wären wir nicht fertig. Weil da kommt immer noch was dazu. Aber es soll die Kreativität angeregt werden. Das wollen wir mit unseren Übungen natürlich auch forcieren. Wenn wir sagen, okay, das Jonglieren, in der Früh das Lachen einmal. Und so wie jetzt, dann einfach mal zum Segen. Es reichen 10 Minuten, einfach mal rauszuschauen. Schaut euch einmal die Gegend wieder an. Jeder wohnt irgendwo, wo es eine Eckhalle gibt, selbst in der Großstadt, wo du sagst, schaut euch die alten Gebäude an, schaut euch das Platzl an, schaut euch das an, was der und der da gestaltet. Und selbst dann vielleicht auch am Funken setzen. Ja, und in die Richtung möchte ich auch, dass wir jetzt so über Corpus Mutum auch ein bisschen hingehen. Und wenn ihr sagt, okay, ich mache da schon ein bisschen, ich setze mich wieder in einen Café auf einen öffentlichen Platz und nicht irgendwo in einer Einkaufsmeile oder so in die Richtung, dann nehmt ihr einen zweiten mit. Und der hat auch frei, dass er 10 Minuten Urlaubsgefühl hat. Weil was taugt uns im Urlaub am meisten? Das nichts tun, das Handy einmal weglegen. Keine WLAN-Verbindung. Freilich ärgert es uns am Anfang. Aber wenn dann der Fernseher weg ist, die WLAN-Verbindung weg ist, dann merkt man erst wieder, was wir als Menschen sind. Und nicht umsonst ist das Pilgern so ein Trend momentan, wo du dann wochenlang unterwegs bist oder tageweise, überall ist ein Pilgerweg. Man kann es teilweise schon einmal hören. Aber was ich halt selbst auch gemerkt habe, beim Pilgern auf dem Jakobsweg, wurscht, mit was für einer Intention du auf diesen Weg gehst oder auf einen anderen Pilgerweg gehst. Du kommst irgendwann an, und wenn es gehen musst, du kannst nichts anderes machen als gehen. Das heißt, du kommst langsam ein, du kommst wieder in einen Rhythmus ein, der uns Menschen gut tut. Es soll jetzt keine moralistische Aufzählung sein, aber es soll ein bisschen anregen zum Nachdenken und zum Rüberkommen. Ich habe mit meinem Buben jetzt am Wochenende so einen kleinen Minigolfplatz daheim gebaut. Und allein das zusammen tun und das zusammen arbeiten bringt eine ganz andere Verbindung wieder her, und da wächst da wieder was. Was anderes wollte ich noch sagen, erzählen. Und dann ist mir ein wichtiges Glasl vom Buben, also so ein Trinkglasl, so ein Milchglasl, ist mir runtergeflogen, das er gewonnen hat. Und was wir dann gleich gemacht haben, also ich habe mir gedacht, ja, im Endeffekt, das muss ja sicher auf Amazon, kriegt er sicher irgendwo, oder Google einmal, schauen wir, dass wir das Glas gleich wieder kriegen. Der Buch hat zufällig gesehen, dass das Glas runtergeflogen ist. Und ist dann weinend weggelaufen, und ich so, ja, werden wir schon nachkaufen. Und dann bin ich in Suchen gegangen,
dann sage ich zu ihm, soll man noch einmal so ein Glasl kaufen? Und er sagt, nein, er braucht das Glasl nicht noch einmal, weil es erinnert ihn nur an das, was macht, dass er traurig ist, dass das Glasl, was er gewonnen hat, runtergefallen ist. Auch mit dem traurig sein, fröhlich sein, umgehen können wieder einmal. Nicht gleich, wenn irgendwas daneben geht, da drüber wischen und wieder was Neues kaufen oder eben das wieder nachkaufen oder sonst was. Mit der Situation umgehen, dass man Verluste hat. Man braucht nicht alles. Und wenn es einmal runterfällt, dann fällt es runter. Mei, dann ist es halt so. Und wenn man da drüber ist, passt es auch wieder. Aber so lernt man halt das Leben auch wieder ein bisschen leichter. Danke fürs Zuhören. Schaut, dass ihr irgendwo heute nach Hause kommt, irgendwo hin, wo es euch gut tut. Jeder hat seinen Kraftplatz oder eine Platzhalle, wo er vielleicht schon lange nicht mehr war. Versucht es heute am Abend, einen Sprung. Es brauchen nur 5 Minuten sein. Eben ist der Funke, der dann vielleicht drüber schwappt und wo wir dann wieder ein bisschen besser in den Tritt kommen, mehr zu uns kommen und das besser spüren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Patrick Rudolfer von Corpus Motum.